Thank you very much. Vielen, vielen Dank. Mr. Moderator. Allow me first of all to Erlauben Sie mir zunächst einmal dem Schiller-Institut zu danken, dass Sie diese wichtige Konferenz organisiert haben in dieser wichtigen Zeit unserer Weltgeschichte. Sehr geehrte Damen und Herren, wir treffen uns, während die Welt die schrecklichste Aussicht auf einen Atomkrieg vor sich sieht. Die Zeit ist noch wesentlich gefährlicher als die Kuba-Raketenkrise vor 60 Jahren und muss gestoppt werden. Vor allen Dingen, wie die USA und Großbritannien insbesondere es rechtfertigen, Kernwaffen zu besitzen, als sie gegen die Friedensbewegung gekämpft haben, im größten letzten Jahrhundert und ihre Zurückweisung des Aufrufs zur Abschaffung von Kernwaffen. Kernwaffen war ihr Argument, würden den Frieden in der Welt bewahren. Ich glaube, was wir heute sehen, hat gezeigt, dass das nur ein Vorwand von ihrer Seite gewesen ist. Sie halten damit die Welt als Geisel. Man kann in dieser Atmosphäre nicht einfach zuhören, sondern was wir tun müssen, ist, auf unsere Agenda zu setzen, die Abschaffung aller Atomwaffen. Das sollte die unmittelbare Aufgabe aller unserer individuell und kollektiv sein. Wir sollten eine Kampagne starten, diese Waffengattungen zu verbieten, nicht nur Massenvernichtungswaffen, sondern Weltvernichtungswaffen. Es wird natürlich keine einfache Aufgabe sein. Ich sage, dass das Problem natürlich liegt in dem imperialistischen System, das heute vorherrscht in den internationalen Beziehungen. Aber dieses System will durch seine eigene Natur her völlige Weltkontrolle haben und will sich alle Rohstoffe aneignen und die Macht aneignen über viele der Mega-Unternehmen, die viele vom Krieg profitieren. Der Krieg in der Ukraine zeigt diese Entwicklung klarer als jemals zuvor. Zunächst einmal wurde Russland in diesen Krieg hineingezogen. Wir haben den NATO-Generalsekretär gehört, dass NATO schon lange sich vorbereitete auf einen Krieg gegen Russland. Und bei der Vorbereitung dieses Krieges haben sie die ukrainische Armee bewaffnet und trainiert und zur drittgrößten Armee in Europa werden lassen. Seit dieser Bewaffnung der Ukraine gehen sie weiter diesen Kurs der Bewaffnung der Ukraine mit modernen Waffen und nicht nur der Bewaffnung Ukrainer, sondern auch der faschistischen Kräfte der Azov-Bewegung in der Ukraine. Wir haben gehört, dass es im März dieses Jahres eine Möglichkeit gegeben hat für Diskussionen, Friedensverhandlungen, aber dass diese Verhandlungen zerstört worden sind, sabotiert worden sind durch die Vereinigten Staaten, weil wegen der Tatsache, dass sie eben Russland in diesen Krieg weiter verwickeln wollten. Die Länder der Europäischen Union hatten den Minsk-Abkommen unterstützt, vor allen Dingen mit der Verantwortung von Deutschland und Frankreich. Aber sie haben es nicht erlaubt, dass dieses Minsk-Abkommen verabschiedet worden ist. Deswegen haben wir eben diese Krise heute. Darüber hinaus haben wir seitdem die Zerstörung von Nord Stream 1 und 2 gesehen. Und Europa
das genauso stark leidet unter der Zerstörung der Pipelines wie Russland. Untersuchen diesen Vorfall entweder nicht oder im Geheimen, denn sie wissen wahrscheinlich ganz genau, wer diesen Anschlag verübt hat und müssten dann gegen ihre eigenen Alliierten vorgehen. Dies haben sie leider nicht getan und sie verhalten sich wie Kolonien der Vereinigten Staaten. Es werden Söldner in die Ukraine geschickt, bewaffnet, die gegen Russland kämpfen. Schon bevor der Krieg begann, haben sie die weitreichendsten Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland implementiert. Präsident Biden nannte sie die Mutter aller Sanktionen. Umfassende Sanktionen, verbunden mit militärischer Feindseligkeit, sollten Russland zerstören. Russland kämpft gegen ganz Europa und in dieser ähnlich wie zu der Zeit, als die Sowjetunion gegen das faschistische Hitler-Deutschland gekämpft hat. Damals hatten sie die gesamte Industrie Europas hinter ihm und jetzt ist nicht nur Europa hinter diesem Krieg, sondern auch Kanada und die Vereinigten Staaten. Und sogar Australien. Russland kämpft gegen ganz Europa und Nordamerika. Was steuert die NATO-Kräfte, die imperialistischen Kräfte? Die ökonomische Blockade hat ihnen nicht das Resultat gebracht, das sie sich erhofft haben, denn Russland konnte nicht komplett isoliert werden, so wie sie das erwartet hatten. Darüber hinaus hat Russland einen strategischen Vorteil durch seine Rolle als Energielieferant und es ist unmöglich, sich von diesen Lieferungen zu isolieren. Darüber hinaus hat sich Russland abgekoppelt vom Dollar im internationalen Handel und viele und mehr Länder finden das attraktiv, in ihren eigenen Landeswährungen Handel zu treiben. Und das verursacht gerade Angstträume in Washington. Das System und seine Monopolstellung zu brechen, ist besonders wichtig. Vor allen Dingen, weil der Westen das Monopol hat und die Alleinstellung beim Bankensystem. Alles dies würde den Würgegriff beseitigen, den die USA auf dem internationalen Wirtschaftssystem hat. Chinas Yuan könnte wachsen an Wichtigkeit. Und dies ist, glaube ich, ein Schrecken für den Westen. Wegen dieser Themen, wo sie hoffen, Russlands Ökonomie zum Ausbluten zu bringen, das ist dieselbe Mentalität, die man im Zweiten Weltkrieg hatte, als man 4 Jahre lang sie sich geweigert haben, eine zweite Front gegen Hitler aufzubauen, weil sie wollten, dass die Deutschen und die Russen sich gegenseitig zerstören, damit die anderen Westmächte dann hereinkommen können. Sie dachten, dass sie Russland zerstören und besiegen könnten, weil ihre Mächte wirtschaftlich und militärisch Russland weit überlegen sind. Russland war nur etwa ein Zehntel im Vergleich zu den NATO-Kräften insgesamt. Deswegen dachten sie, sie haben eine große Überlegenheit, Russland zu vernichten. Aber sie haben nicht kalkuliert, dass die Russen einen besonderen patriotischen Geist besitzen. Deswegen müssen wir intervenieren. Das kann man nicht den Regierungen überlassen. Man kann es nicht denen überlassen, die politische Ämter halten. Natürlich ist das auch wichtig. Aber
Wir brauchen eine Beteiligung der Massen. Helga hat vorher erwähnt, über die massiven Demonstrationen erwähnt, die wir erleben in Europa gegen die Stationierung von amerikanischen Atomwaffen in Europa und in London, als die Invasion des Irak stattgefunden hatte. Wir müssen zurückkehren und müssen wieder solche Interventionen der großen Bevölkerungsmassen mobilisieren. Ich glaube nicht, dass es eine Abkürzung gibt. Nur Massenaktivitäten können den Aggressor zurückhalten und verhindern, was ich glaube, ein schrecklicher Krieg zu werden droht. Es gibt Hoffnung am Horizont, denn wir sehen, dass die Menschen in Europa anfangen zu demonstrieren, in Deutschland, in der Tschechischen Republik, in anderen Orten. Das ist ein gutes Zeichen, aber wir wissen, dass es auch in Amerika gute Anzeichen gibt, aber es hat sich noch nicht zu einer Massenbewegung entwickelt. Das wäre aber der Schlüssel, auf den wir unsere Aufmerksamkeit richten sollten, dass die Vereinigten Staaten diese Richtung abbrechen. Denn die ehemalige Kanzlerin Merkel dagegen war, dass die Ukraine als Mitglied der NATO vorgeschlagen wurde, hat sie erst dann nachgegeben, als die Vereinigten Staaten zu viel Druck aufgebaut haben. Es gibt mehr und mehr prominente Figuren in den Vereinigten Staaten, die jetzt an die Öffentlichkeit treten mit ihrer Unzufriedenheit dessen, was passiert. Vor allen Dingen die ehemalige Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard, die eine sehr gute Arbeit macht für den Frieden. Aber wir brauchen Massenorganisationen wie Landwirteorganisationen, Gewerkschaften, Friedensbewegungen, die für viele, viele Jahre still gewesen sind. Und wir müssen diese Kräfte mobilisieren, soweit wie es geht. Es ist nämlich wirklich sehr ruhig im Vergleich zu dem, was gerade passiert. Es wird kaum berichtet in unseren Nachrichten, was in der Ukraine passiert und die ernsthafte Gefahr eines Weltkrieges. Ich glaube, es liegt in unserer Verantwortlichkeit, mit allen demokratischen Kräften zusammenzuarbeiten, diese Gefahr einzudämmen und darauf aufmerksam zu machen, was es für uns bedeutet, wenn das weiter eskaliert. Ich habe keine Vorschläge mehr als diejenigen, die bereits schon gemacht worden sind, aber ich glaube, wir brauchen Aktionen jetzt, um mehr und mehr Leute zu erreichen, und wir müssen das Beste tun, die Menschen zu alarmieren. Hier in der Karibik gibt es kaum Kommentare in der Presse über irgendeinen politischen Führer, der dazu Stellung nimmt. Und in vielen Fällen, wenn es Artikel gibt oder Briefe, Leserbriefe an die Presse, von dem Standpunkt, die Fakten zu berichten, denn die Berichterstattung verzerrt die Wahrheit im Moment. Zum Beispiel sind wir beeinflusst von den amerikanischen Medien wie CNN, MSNBC und diesen Massenmedien. Viele von uns versuchen, Nachrichten rauszubringen, aber die Mainstream-Medien kümmern sich nicht darum, unsere Artikel abzudrucken. Sie zensieren sich entweder selbst oder sie werden von oben dazu gebracht, solche Nachrichten auszufiltern. Deswegen brauchen wir gemeinsame Anstrengungen, auf die Gefahr aufmerksam zu machen, der wir uns gegenüber sehen. Wenn ich über die karibische Region spreche, glaube ich, dass die Aufmerksamkeit
über die Gefahr weit hinter dem zurücksteht, was die Gefahr wirklich ist. Das ist mein Beitrag und ich danke Ihnen sehr.